Moin, moin, Aldi. Wisst ihr, es gibt viele Idioten auf dieser Welt. Und heute schauen wir uns mal die dümmsten Diebe an, die ich gefunden habe. Also Leute, die sich dachten, yo, yo, ich mache jetzt das dicke Moolah und bring Cash nach Hause für Mama, indem ich einfach einen Laden ausraube. Ja, und das ist alleine schon ziemlich loser. Aber wenn man dabei noch verkackt, holt man sich wirklich die Medaille für die peinlichste Person des Jahres ab. Bleibt unbedingt bis zum Ende, weil dort eskaliert es wirklich. Ihr glaubt nicht, was Leute machen, um ein bisschen Cash zu bekommen. Und es geht doch direkt richtig cringe los. Dieser Typ hier denkt, er ist mies krass und stürmt das Ding jetzt wie im Film und alle geben ihm ihr Geld. Aber, ja, schauen wir mal. Everybody, get down! Give me all the money! It's got the money! Give me all the money! Get down! Hello? Have the money! Niemanden juckt es. Der hat sich extra vorher noch 5 Stunden gepusht und ready gemacht, dachte er ist jetzt der böseste Typ der Welt und dann gibt's einfach nur solche Reaktionen. Die sind richtig mad auf ihn, so richtig abge... Yo, Bro, Alter, was willst du jetzt von uns, Mann? Verpiss dich hier raus, ich geb dir mein Cash nicht. Hold the money! Ach du Scheiße, diese unangenehme Stille von ihm, als er gemerkt hat, dass ihn niemand ernst nimmt. Das ist, glaube ich, der richtige Weg, wie man einen Einbrecher behandeln muss. Einfach ignorieren. Was soll er jetzt tun? Dich etwa erschießen? Ja, gut, in Amerika könnte das halt wirklich passieren, ne? Das gibt jetzt schon mal das L des Tages für ihn. Was ein Goofy-A-Räuber. Lauf weiter, Bro. Schönen Tag noch. Geh lieber arbeiten, Mann. Mach mal irgendwas anderes. Verbrecher ist nichts für dich, Bro. Das nächste spielt sich in einem Handyladen ab. Und warum auch immer konnten sich die Jungs hier schon denken, was er vorhat. Die Tür wurde schon verschlossen. Das ist schon wieder so unangenehm für ihn. Guck mal, wie er sich ärgert. Oh, f*** Scheiße, Mann. Und wie beschämt er wieder zurückgeht und das Zeug zurückgibt. Das ist die heftigste Strafe, wenn die sich einfach selber eingestehen müssen, dass sie verkackt haben. Aber auch wirklich dickes GG an die Jungs hier. Die haben ihn einfach 3-0 ohne Gegenwehr zerstört. Wie entspannt die auch geblieben sind. No, man nicht, aber er ist draußen, da gebe ich was. Was für ein Ja, und jetzt geht er schön wieder. Perfekt, Mann. Er kam, sah und verlierte. Genau wie er hier. Und jetzt macht euch bereit. Ich glaube, das ist wirklich der, der am meisten reingekackt hat. Er hat so reingekackt, ich kann das nicht mal richtig in Worte fassen. Bro, wirklich. Also wirklich, wirklich. Akzeptier die Zeichen des Schicksals. Eine höhere Macht war hier am Werk. Weil so gottlos kann man doch nicht reinschauen. Was war das denn? Oh mein Gott, Bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on. Das war der uncoolste Abgang jemals. Das war 10 von 10 raus. Und auch wenn er hier der Böse ist, ich sag's so wie es ist, ich hab Mitleid mit ihm. Wie muss man sich danach fühlen? Wie geht es einem danach, nachdem die eigene Dummheit dich komplett geowned hat? Und deswegen, falls ihr nicht so enden wollt, abonniert lieber diesen Kanal hier. Denn alle Kings und Queens, die abonniert haben, werden Macher im Leben und enden nicht so. Oh mein Gott, Bro. Oh, hell no. Es tut immer wieder erneut weh beim Anschauen. Die nächsten zwei Jungs dachten sich auf Nacht- und Nebelaktion, sie steigen mal irgendwo in einen Laden ein. Zum Glück hatte der eine Überwachungskamera am Start und wir können uns das Spektakel live reinziehen. Oh, da kommen sie. Dunkel angezogen, maskiert. Man sieht, diese Jungs sind nicht neu im Geschäft. Sie wissen ganz genau, was sie tun müssen, um den Job erfolgreich zu erledigen. Say fuck it. Where are you here? I'm rethinking. Commit. We're gone. No.
Wenn das nicht aus einem Film ist, dann weiß ich auch nicht. No way! Wie sie instant regretted haben und weggelaufen sind. Aber was war das auch für ein goofy Wurf? Commit. Alter, die Realisation hat doch direkt gekickt, direkt durchgezogen. Commit. Lass gehen, los, schnell, lass reinhauen, ciao, ciao. Das könnte wirklich ich sein mit meinem Kollegen, nachdem wir uns einen Bubatz gesmoked haben und dann auf dumme Ideen kommen. Vielleicht war ich es auch, wir werden es niemals erfahren. Bis jetzt haben wir nur Leute gesehen, die nachdem es nicht geklappt hat, irgendwie gegangen sind oder sich geschämt haben. Aber wie macht das eigentlich ein echter Profi, die, wenn er mal erwischt wird? Unglaublich, oder? Wow! Einmal Applaus für diese unglaubliche Reaktion. Er sieht, dass die Kamera ihn gebastelt hat und spielt es ganz locker runter mit paar coolen Dance-Moves und legt es wieder zurück. Richtig unauffällig. Das war bis jetzt der einzige, der nicht komplett untergegangen ist. Respekt der Hustle. Stellt euch mal vor, was sich der Ladenbetreiber denken muss, wenn er das auf seiner Kamera sieht. Ich würde gar nicht mehr klarkommen. Für diese Aktion würde ich ihm auch einfach das, was ich sich snacken wollte, spendieren. Nimm's mit nach Hause, komm. Dafür, dass es so lustig war, nimm's. Ja, wie auch immer, back to back zu den Leuten, die sich zum Affen machen. Wir haben hier einen neuen Kandidaten. Lil Bro kommt rein. Er hat einen Nerf mit im Gepäck. Also diesmal ein echter G. Kein Fake. Ey, what the fuck? Das war der Beste bis jetzt. Erst lässt er seinen Nerf fallen, ist dann noch zu fett, um hinterher zu springen. Und was sollte dann dieser Karate-Kick am Ende? Oder das war so unnötig. Der Bre war viel zu sehr im Film. Wieso? Wieso dieser Kick am Ende? Er dachte, wenn er jetzt schon da drin verkackt hat, macht er wenigstens noch einen coolen Abgang. Jo, Abgang hat auf jeden Fall so funktioniert, wie er sollte. Obwohl, wer weiß, ob er sich nicht dabei noch sein Bein umgeknickt hat oder so. Im nächsten Clip sieht man einen Dieb, der sich mit dem Bewohner des Hauses streitet, um den Fernseher, den er gerade aus seiner Wohnung holen wollte. Great, now none of us can watch TV. That's my TV! No crap, that's why I'm freaking stealing it. Bro, was hab ich mir hier gerade angeschaut? Das kann nicht echt sein. Nie im Leben. Wenn ich den TV nicht haben kann, dann bekommt ihn niemand. Super. So löst man die Situation. So wie das aussieht, haben sich die Jungs danach vertragen und dann auf ein Bierchen reingegangen. Das wäre so ein typischer Männermoment. Plötzlich Homie geworden mit dem Einbrecher. Aber trotzdem nochmal Rest in Peace an den Fernseher. Und naja, wenn man nicht Bock hat, sich direkt zu fetzen mit den Leuten, die einen überfallen, so wie er hier, es gibt dann noch eine Möglichkeit, die dieser Opa hier gut beherrscht. Holy Sch**, er hat sie gef***. 3 gegen 1 und er hat gewonnen. Ich gönne denen das wirklich. Das muss so ekelhaft voll mit Benzin zu sein. Aber das ist die gerechte Strafe, die die Pisser hier verdient haben. Sie haben sich's ausgesucht. Real Talk. Karma regelt. Ich muss das nochmal sehen. Junge, dieser Opa ist absoluter King. Er hat kurz sein Gehirn aus dem verstaubten Keller rausgeholt und es genutzt. King der Woche. Real Talk. Und jetzt habe ich nochmal wirklich eins, wo ich mir 1000% sicher bin, dass die Jungs vorher was gesmoked haben. Weil niemand, der im klaren Verstand ist, kommt auf diese Idee. Bro, what the f***? Mit einem Bagger? Oh mein Gott, das ist ein crazy Plan, wenn er funktioniert. Die haben Diebstähle studiert, was machen die da? Also eigentlich smart, oder? Man sieht, die haben sich Gedanken gemacht und auch einen Plan. Ja, aber ein was haben sie vergessen. Die haben nicht berechnet, dass der Bagger nur 15 km/h Topspeed hat.
wie scheiße langsam dieser Bagger da wegfährt. Das ist einfach so stumpf. He is not stopping, he is not stopping. Okay, he's run over the bikes, everybody stay well clear of this tractor. Ja, super. Die Beute wurde schon verloren. Oh Gott, das war's jetzt auch schon wieder. Ihr könnt anhalten, Jungs. Kommt, lass gut sein, das war's. Turning right onto Tudor. No, he's straightened up. Down Street. Out the back, I'm in the bush. I've got all his clothing in the creek. Hands in the air now. Good boy, mate, good boy. Ja, natürlich wurden sie gepackt. Das war safe der randomste Versuch, den ich jemals gesehen habe. Das konnte nicht gut gehen mit diesem riesen Bagger. Wow, wie unauffällig das auch ist. Hey, da fährt zufällig ein riesiger Bagger mit zwei Motorrädern in der Stadt. Naja, Freunde, wenn ihr nicht wollt, dass heute Abend jemand bei euch einbricht und euren Fernseher klaut, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Ciao, ciao.